So, hallo meine lieben Leute und herzlich willkommen zum endlich neuen Commentary, wahrscheinlich auch vielleicht dem letzten Commentary vor Black Ops. Mal schauen, ich nehme nämlich in letzter Zeit etwas COD 4 auf, vielleicht kommt noch was. Jedenfalls, ihr seht's, Showdown, Hardcore, TDM, COD 4 mit der AK-47. Ich renne jetzt mal hier um die Ecke, nicht Spaß. Jedenfalls hier AK-47, ganz normales Setup für Hardcore. Hardcore spiele ich eigentlich in letzter Zeit mehr, einfach nur weil es irgendwo einfacher ist, finde ich, und weil Hardcore COD 4 einfach nur rockt eigentlich, weil es einfach nur viel besser ist und man keine Hitmarker macht. Jedenfalls spiele ich hier auch auf einem gecrackten Server, ja. Obwohl ich es legal habe, will ich gesagt sein, aber ich spiele einfach nur auf einem gecrackten, weil hier schlechtere Spieler drauf sind. Und ich so bessere Commentaries aufnehmen kann und nur euch eigentlich recht machen will, so. Jedenfalls, mein heutiges Thema wollte ich mal so ein bisschen die PNs ansprechen und die PNs so ein bisschen dann erläutern. Jedenfalls, ich lese mal so eine PN vor. Hey Leute, ich hab gedacht, ihr seid ein Commentary-Channel. Wann kommen denn wieder Commentaries? Wann kommen denn Commentaries? Commentaries, immer noch Commentary-Channel! Jedenfalls, Leute, es war nie im Leben ein Commentary-Channel, KotschaMTV. Ich krieg so viele PNs von wegen und auch Kommentare, wann kommt denn wieder ein Commentary? Zuallererst soll es euch mal gesagt sein, das ist kein Commentary-Channel hier, das ist ein Call of Duty Community-Channel. Das heißt, wir wollen der deutschen Call of Duty Community weiterhelfen, einfach nur bekannter zu werden, und hoffentlich sind wir auch so ein kleines Springbrett und werden auch so ein bisschen anerkannt als so ein kleines Springbrett. Jedenfalls, ihr seht ja, wir laden sau viele Montagen hoch. Das ist es nämlich, wisst ihr, die deutsche Call of Duty Community besteht bisher leider fast nur aus Montagen und aus Editors. Ihr seht ja, ich meine, ihr könnt mal aufzählen, allein die ihr durch unsere Channel kennt. Wie viele Editor kennt ihr und wie viele Commentator kennt ihr? Bei den Commentator kennt ihr vielleicht Germantators, Commander Krieger, Dalfisak und uns vielleicht, oder eher gesagt mich, weil Pornic ja gerade mit seinem Minecraft beschäftigt ist. Und von den Editor, ihr könnt das gar nicht mehr aufzählen. Allein wie viele ich schon, oder halt von den Spielern, nicht von den Editor, aber allein wie viele wir schon hier geuploadet haben, wisst ihr? Und da seht ihr einfach, wie dieses deutsche Spektrum der Call of Duty Community einfach nur aufgeht, wisst ihr? Einfach nur viel mehr Editor und viel weniger Commentator. Und das heißt natürlich, dass auf unserem Channel auch viel mehr Montagen kommen und dass es auch einfach nur ansprechender ist, weil Call of Duty ist nicht einfach nur mehr das Spiel, das man spielt für manche Leute. Manche Leute nutzen das auch als Springbrett irgendwie zu einer künstlerischen Begabung oder so. Ich meine, wenn ihr euch ein bisschen mit der amerikanischen auskennt, Joey Hanson zum Beispiel hat mit Call of Duty angefangen, ist jetzt ein professioneller Regisseur, also nicht professionell, aber ist halt Regisseur geworden und kann halt auch richtig gut editieren. Und da seht ihr, wisst ihr, Call of Duty ist einfach nicht mehr das, was es mal war, einfach nur ein Spiel. Es ist einfach für manche Leute mit Commentaries halt das Sprungbrett vielleicht zu einer YouTube-Partnerschaft oder nicht und zu einer richtig großen Bekanntschaft, oder halt für andere halt ein künstlerisches, eine künstlerische Ebene, kann man schon sagen. Ich meine, ihr seht ja, ich könnte vielleicht denken, dass sehr, sehr viele von euch Machinima kennen, Machinima Respawn. Wie viele Commentator es gibt und wie viele Abonnenten und Views diese Commentator bekommen. Und dann guckt euch einfach mal um, wie wenige Views eigentlich im Gegensatz die Montagen bekommen, und wisst ihr? Ich denke mal, daran liegt es auch, dass unser Channel so sehr weit hinter Germantators und hinter Commander Krieger und so weiter liegt. Einfach nur, weil Commentaries eine viel, viel breitere Masse ansprechen als Montagen. Ich meine, ihr könnt, kann ich auch ganz und ganz verstehen. Ich gucke Commentaries eigentlich auch lieber, eigentlich nicht mehr, aber ich kann es verstehen. Ich meine, ihr habt was zu sehen, ihr habt was zu hören. Hoffe ich, dass ihr was zu hören habt, was Interessantes von mir, was ich gerade sage. Und es dauert einfach nur länger. Aber wisst ihr, wenn ihr, wie ich jetzt schon sehr, sehr lange in der Call of Duty YouTube Community unterwegs seid, halt noch nicht aktiv seid, aber unterwegs seid, dann merkt ihr langsam, wie interessant und wie viel wichtiger eigentlich auch Montagen für Call of Duty sind, weil sie einfach nur diesen Fresh aufhalten, diesen Fresh, den Call of Duty halt hat, diese Action. Zum Beispiel das hier gerade. Könnte ich meinetwegen auch editieren und irgendeinen Montagen-Tipp drauf machen. Ich meine, ich gehe hier eigentlich schön ab. Jedenfalls, bitte lasst so PNs sein oder so Kommentare sein, wie wann kommen denn wieder neue Commentaries oder so weiter. Commentaries kommen eben seltener. Nicht nur, weil Commentaries, wie schon gesagt, einfach nur weniger produziert werden, weil es einfach nur mehr Editor gibt. Auch weil wir an sich weniger Zeit hatten. Ich meine, ich hatte Schule gerade, hab jetzt endlich Ferien, deswegen kommen jetzt auch ein bisschen mehr Commentaries, hoffe ich. Pornji versucht gerade mit Minecraft so eine YouTube-Partnership aufzubauen.
Flobo hat wenig Zeit, generell MW2 spiele ich gar nicht mehr, nur noch COD 4, seht ihr ja hier. Mein Gott, ich habe letztens wieder MW2 gespielt, ich verkacke übelst, wollte ich nochmal sagen. So. Jedenfalls, ihr seht schon so ein bisschen, wie das langsam aufgeht. COD Germ TV ist ein Community-Channel, das heißt, wirklich, es kommen viel mehr Montagen als Commentaries, ihr müsst das akzeptieren. Also bitte abonniert uns nicht in Hoffnung auf Commentaries, weil die einfach weniger kommen. Abonniert uns wirklich, wenn ihr wollt, wenn ihr Call of Duty mögt, wenn ihr Kunst mögt auch so in etwa, weil es eigentlich auch eine Art Kunst ist, Montagen, ja, es ist nicht eine Art Kunst, es ist Kunst. Ich wiederhole mich hier, glaube ich, schon tausendmal, aber wisst ihr, das ist einfach das Wichtigste an Call of Duty, dass man einfach die Community unterhält und der Community einfach nur den Fresh gibt und es geht halt mit einem Community-Channel einfach gut. Auch ihr dürft nicht mehr irgendwie PNs schreiben mit irgendwie, wo ihr Porgy anspricht im Moment. Und ich glaube, das wird auch so ein bisschen bleiben, leite ich eigentlich ganz COD Germ TV. Ich habe auch gerade vor 2 Wochen einen amerikanischen Photoshop-Künstler angesprochen, der soll uns einen neuen Background machen. Der kommt hoffentlich auch. Jedenfalls spiegelt hier auch dem Ende dazu. Ich leite eigentlich in letzter Zeit nur auf den Channel, wollte ich nur kurz sagen. Ihr wisst Bescheid, nicht immer auf Commentaries hoffen, Montagen gehören auch dazu. Montagen gehören viel mehr dazu. Also bitte beachtet dies. Dankeschön fürs Zuhören, es wurde etwas kurz, aber... Hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns dann das nächste Mal, ne? Euer Rodelmax. Bis dann. Tschö.